Zwickau hat seit heute eine eigene Ausgabe des Spieleklassikers Monopoly. Die Spielregeln sind dieselben wie in der normalen Version, doch das Spielbrett zeigt keine fiktive Stadt, sondern tatsächlich Zwickau. Ob Straßennamen, berühmte Gebäude oder bekannte Firmen, die Lokalausgabe des Spiels wurde komplett neu gestaltet. Die Idee zu einem Zwickauer Monopoly hatte Florian Freitag von der Buchhandlung Marx. Er hatte bemerkt, dass es schon viele Lokaleditionen des Spiels gibt. Nur Zwickau hatte noch keine eigene. Nun kann man aber nicht mal eben ein eigenes Spielfeld kreieren und in die Druckerei geben. Monopoly ist eine geschützte Marke und da sind einige rechtliche Dinge zu beachten. Doch so schlimm war das für Florian Freitag nicht. Es geht eigentlich, weil ich sag mal, die Regularien sind da, mit denen kann man sich beschäftigen, aber die sind jetzt nicht so streng, dass man sagt, man müsste jetzt wirklich jede Einzelheit ganz genau anpassen. Also man ist schon noch ganz schön frei, also auch das Spielfeld ist so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Nur natürlich solche Sachen wie die Eckfelder oder sowas, die müssen alle gleich bleiben. Am Ende blieben aber trotzdem noch eine Menge Spielfelder, die auf Zwickau umgemünzt werden konnten. Sehenswürdigkeiten, Straßen, Unternehmen, all das will bei der Entstehung berücksichtigt werden. Es gibt so viele, wir haben gar nicht alles mit draufgekriegt. Also egal, ob es das Spielfeld ist oder ob es die Verpackung ist, es ist so viel geworden, dass wir leider nicht komplett alles abbilden konnten. Aber zumindest die Highlights, die wichtigsten Highlights, die haben wir abgebildet. Von wem kamen die Vorschläge? Gab es da eine öffentliche Abstimmung? Ja, also wir haben über Medien aufgerufen und auch natürlich auch über unsere Facebook-Seite die Leute dazu, dass sie einfach Vorschläge einreichen, egal ob es eine Straße ist oder ob es eine Sehenswürdigkeit oder irgendein anderes Highlight ist. Und wir sind dann regelrecht überrollt worden von den Leuten. Ne? Also die Zustimmung war enorm und auch die Vorschläge, die gemacht worden sind, es war wirklich, geht in die Hunderte. Ein Phänomen, das auch die Vertreterin des Spieleverlages Winning Moves bestätigen kann. Sie war nicht verwundert, dass die Zwickauer so heiß darauf waren, bei ihrem eigenen Monopoly mitbestimmen zu können. Genau, wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei kleineren irgendwo die Begeisterung noch viel größer ist. Die Leute machen mehr mit, die Leute identifizieren sich sehr. Und klar, in so einer Stadt wie Berlin, da ist natürlich so viel los und so viel Politik, so viel drumherum, dass dann vielleicht mal es etwas schwieriger ist oder dann so ein Monopoly ein bisschen untergehen kann. Also natürlich hat man dann ein bisschen mehr Arbeit. Diese Arbeit haben die Zwickauer gern übernommen. Florian Freitag hatte dann die schwere Aufgabe, den Entstehungsprozess zu koordinieren. Die spielfreudigen Zwickauer einerseits und der amerikanische Lizenzinhaber Hasbro mit seinem deutschen Partner Winning Moves auf der anderen Seite. Diese Arbeit trug schon bald Früchte. Über 2000 Vorbestellungen gingen bei der Buchhandlung Marx im Vorfeld ein. Und seit dem heutigen 1. April steht es im Laden. Das ist natürlich kein Gag, auch wenn es der 1. April ist, aber das Spiel gibt es zu kaufen unter anderem in der Buchhandlung Marx, in der freien Presse, Getränkehuste und ich glaube auch das ein oder andere Geschäft wird noch mit dazukommen. Und natürlich online über unsere Website über www.monopoly-zwickau.de. Das Spiel kostet 44,95 Euro. Wer möchte, kann dazu noch einmal 9,95 Euro ausgeben und bekommt auch noch die Spielfiguren mit Zwickauer Bezug. Die bestehen aus einem hochwertigen Zinkguss. Ja, also es ist so, dass es ja diese klassischen Spielfiguren bei jedem Monopoly mit dabei sind. Also Zylinder, Katze, Hund, Auto. Und im Laufe der Vorbereitungszeit sind viele Zwickauer auf uns zugekommen und haben gefragt, warum gibt es eigentlich dann auch keine Zwickauer Spielfiguren dazu? Und haben wir überlegt und haben ein bisschen geschaut, weil das natürlich nicht so ohne weiteres möglich ist. Wir haben einen 3D-Designer beauftragt, der die Figuren gestaltet hat. Wir haben uns eine Firma gesucht im Allgäu, die die Spielfiguren auch letztendlich hergestellt haben. Und ja, so gibt es jetzt diese 8 echten Zwickauer Spielfiguren. Das Zwickauer Stadtoberhaupt konnte an der offiziellen Präsentation aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen. Doch auch dafür fand Florian Freitag eine Lösung. Er machte sich einige Tage zuvor auf den Weg ins Zwickauer Rathaus und übergab der Oberbürgermeisterin die erste Vorabversion des Spiels. Und die speziellen Zwickauer Spielfiguren hat sie natürlich auch.